Hi, ich bin der Günther und ich komme aus der Dönerbude. Das wird das letzte Mal sein, dass ihr diese Begrüßung von mir hören werdet. Denn sie ist inzwischen seit einer Weile ausgestorben. Und zwar seit Anfang des Jahres, als ich meinen Kanal rebrandet habe zu Günthers Hörspielstube. Und damit herzlich willkommen zu meinem Silvester-Talk-Video 2022. Genau wie letztes Jahr möchte ich einfach ein Video nutzen, um über die Dinge zu reden, die dieses Jahr bei mir passiert sind. Einfach alles, was los war im Prinzip, einfach ein bisschen labern. Jetzt am letzten Tag, bevor wieder ein neues Jahr anfängt. Und ich möchte gar nicht lange drum herum reden, sondern direkt mal anfangen. Ich werde dieses Thema an erste Stelle setzen. Eigentlich mag ich es, meine beiden YouTube-Kanäle ein wenig getrennt zu halten. Aber wenn ich hier über die Dinge rede, die dieses Jahr wirklich in meinem Leben groß passiert sind, komme ich nicht drum rum, über meinen englischen Smash Bros. Kanal Casual 34 zu reden. Weil das war definitiv eine Sache, die dieses Jahr relativ viel ausgemacht hat. Ich habe diesen Kanal schon letztes Jahr geführt, aber im Januar war es, als im Prinzip wie aus dem Nichts der Kanal einen fetten Wachstumsboost bekommen und diesen Kanal, den ihr gerade hört, um ein gutes Stück an Abonnenten überstiegen hat. Seitdem führe ich den Kanal relativ aktiv und versuche da auch fast täglich Videos zu machen. Und spiele dementsprechend auch sehr viel Smash Bros. Dafür mit vielen Höhen und Tiefen. Aber so hat der andere Kanal, über den ich eigentlich hier nicht so oft rede, auch ziemlich viel geändert hier. Unter anderem hat sich auch geändert, dass ich einfach auf Discord, ich glaube Discord war schon Ende letzten Jahres, aber auf Discord, Twitter, es sind lauter Plattformen, in denen ich ursprünglich auch als Günther unterwegs war, aber ich bin jetzt eigentlich überall mit Casual34 unterwegs, weil ich einfach als Smash-Persona, sage ich mal, deutlich mehr im Internet unternehme. Nur auf meinem eigenen Discord-Server bin ich noch als Günther unterwegs. Auf einem anderen Discord-Server und bei meiner Freundesgruppe, ja, kann ich sowieso nicht vorlesen, als was ich alles unterwegs bin, ohne dass der Verfassungsschutz kommt. Klassische Freundesgruppe halt. Dementsprechend, ich führe den Kanal ja auch bis heute und habe auch über Videos filmen allgemein damit einiges gelernt, da ich einen ganz neuen Stil der Videos hatte, da ich begonnen habe, Switch ein bisschen anders aufzunehmen, deutlich mehr zu editen. Ich habe jetzt auch nochmal in den letzten Tagen deutlich mehr dazu gelernt, was sowas angeht. Zum Beispiel, da ich jetzt mit zwei Monitoren auf einmal aufnehme. Ich habe begonnen zu streamen durch den anderen Kanal auf dem anderen Kanal. Und es ist einfach relativ viel, das sich indirekt durch Casual34 entwickelt hat. Aber an dieser Stelle möchte ich es dabei auch schon belassen. Und allgemein, ich habe nicht vor, jetzt hier heute so ein Riesenvideo zu machen. Vielleicht labere ich eine Stunde, vielleicht bin ich in einer Viertelstunde fertig, aber es kommt einfach drauf an. Was gerade schlechtes Timing ist, ich habe mir extra vor diesem Video eine kleine Playlist gemacht mit Musik, die ich im Kopf hatte, dass sie für mich dieses Jahr wirklich sehr wichtig war. Letztes Jahr habe ich eine Top-3-Liste mit meinen Lieblingssongs, mit den Songs, die mein Jahr am meisten verändert haben, gemacht. Und dieses Jahr wollte ich das Ganze nicht machen, weil ich habe so viel mehr verschiedene Musik gehört. Ich habe so unglaublich viel Zeug gehört. Das schlechte Timing ist gerade, weil die Playlist auf Werbung umgesprungen ist. Egal. Ja, deswegen, ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viel Musik dieses Jahr, die ich gehört habe.
verschiedenstes Zeug, logischerweise. Und ich möchte jetzt nicht im Detail über so vieles... Also doch, ich möchte über einiges davon reden, aber jetzt nicht gerade irgendwie eine Top-Liste erstellen oder sowas wie letztes Jahr. Sondern einfach vor allem über ein paar größere, die mir wirklich im Kopf geblieben sind. Von den Tracks möchte ich reden. Wobei ich Videospielmusik ausnehme. Auch weil ich davon nicht so viel gehört habe dieses Jahr. Abgesehen... Zwei Ausnahmen, beides jetzt gegen Jahresende. Pokémon Scarlet und Violet, gerade Remixes habe ich relativ viel von gehört. Und Sonic Frontiers. Wobei ich sagen muss, nachdem ich das Game jetzt gerade am Wochenende erst angespielt habe, ja, Soundtrack wird an dem Game das Einzige bleiben, was mir gefällt. Aber ja. Das sind so die Videospiel-Soundtracks, die ich viel gehört habe. Sonic Frontiers, wirklich Banger OST, wobei ich sagen muss, mein Lieblingssong aus dem Spiel ist das Trailer-Theme und damit gar nicht wirklich im Spiel, weil es ist das Title-Theme, aber in deutlich aufgewertet im Vergleich zum Title-Screen in-game. Ansonsten ein Creator, den ich letztes Jahr bereits mit zwei Songs auf einmal auf Platz 1 der Top-3-Liste gesetzt hatte, Nathan Wagner, den habe ich immer noch durchgehört, im Prinzip jeden einzelnen Song, den er rausgebracht hat und eigentlich alle Songs, die er je gemacht hat vorher, die ich nicht kannte, nachgeholt. Ich hab in meiner Playlist jetzt nicht so viele davon. Wenn ich hier einen Song mir raussuchen müsste, der definitiv für mich der besonderste, was Nathan Wagner angeht, dieses Jahr war, war das bereits sehr, sehr früh im Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wann der rausgekommen ist. Ich guck das nebenbei. Opiate ist nämlich schon ziemlich früh im Jahr gewesen, bilde ich mir ein. Ich guck das gerade nebenbei mal nach. 6 Monate, ja okay, nicht so früh. Vor 6 Monaten. Es war ein Song, den habe ich einfach sehr gerne für viel Verschiedenes gehört. Und auch, was natürlich bei Musik bei mir immer so ein bisschen eine Sache ist, wie sehr hilft sie mir beim Ausdenken für Geschichten. Was dieses Jahr wirklich eine Sache war, auf die ich auch später noch zurückkomme. Deswegen Nathan Wagner, gerade von den neuen Tracks Opiate, ist sehr, wirklich sehr gestickt bei mir. Ansonsten von den Dingen, die dieses Jahr rauskamen, gucke ich gerade nochmal durch. Es ist jetzt nicht so, als kommen so viele raus. Ein paar andere Tracks von Nathan Wagner, die ich dieses Jahr wirklich sehr viel gehört habe, waren Destroy the Simulation, vor allem Ende des Jahres beim Geschichten ausdenken. The Hero, Psychosis habe ich im Bereich der Veröffentlichung recht häufig gehört, dann aber jetzt eine Weile schon nicht mehr. A Wedding Song habe ich manchmal so ein bisschen gehört. Ah ja, den hätte ich fast vergessen. Live Like Legends, einer meiner Favoriten dieses Jahres. Und auch einer der ersten, der dieses Jahr rauskam und der letzte, den ich überhaupt erwähnen werde, weil danach wäre der nächste vermutlich Run, was bereits letztes Jahr war, was man daran merkt, dass es dort auf Platz 1 meiner Liste war. Aber ja, das war wirklich so die Dinge, die von Nathan Wagner für mich dieses Jahr sehr, sehr viel waren. Was aber auch ein Creator ist, den ich sagen muss, weniger consistent als Nathan Wagner, der wirklich, ich glaube, das gesamte Jahr hat er einen Song veröffentlicht, doch Sins of Our Fathers fand ich nicht schlecht, aber auch nicht mega gut. Und Creative Mind war auch eher in Richtung ganz gut. Aber im Prinzip nur Banger. Nur Banger, was veröffentlicht wird von dem Kerl. Anders ist ein Creator, den ich erst dieses Jahr kennengelernt habe, von dem ich auch vor allem alte Songs gehört habe.
aber auch viele neue, läuft passenderweise gerade in meiner Playlist im Hintergrund. Und ihr werdet sehr sicher auch sehr viel von ihm im Hintergrund hören. Genauso wie in vielen Hörspielen. Nefex ist ein YouTube-Kanal, der wöchentlich No-Copyright-Musik rausbringt. Oder fast immer No-Copyright-Musik. Der wirklich oft einen Stil hat, der ziemlich ähnlich und mir etwas zu rockmäßig ist. Ich bin kein Riesenfan von so viel Rock, aber es gibt schon so häufig mal diese Banger zwischendrin, die ich mir richtig gönne. Auch ein Creator, den ich letztes Jahr bereits erwähnt habe. Ich habe übrigens gelogen. Ich glaube, Nathan Wagner war letztes Jahr auf Platz 2, oder? Auf Platz 1 war Tristam mit Frame of Mind. Dieses Jahr habe ich nicht so viel gehört. Manchmal noch Frame of Mind. Aber immer noch ein bisschen was von Tristam. Vor allem Take a Chance und Children in the Dark habe ich sehr viel im Sommer gehört. In einer Phase, über die ich auch noch in einem anderen Bereich reden werde. Und was vermutlich der Song ist, den ich am meisten von Tristam gehört habe. Ironischerweise ist das ein Song, der nie veröffentlicht wurde, sondern sozusagen aus dritter Quelle wurde mal ein Teaser von Tristam gepostet und das ist das, was ich am meisten gehört habe mit Justify. Hört mal rein und überlegt mal so, wie die Plotkrieghandlung aussieht. Ihr merkt vielleicht, warum mir das ziemlich beim Ausdenken geholfen hat. Sonst gibt es noch irgendeinen. Ich muss gerade gucken, ob es irgendeinen Creator noch speziell gibt, weil ansonsten ist es wirklich sehr, sehr gemischt, was hier alles ist. Gegen Ende des Jahres habe ich begonnen, relativ viel Mythos, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, zu hören. Aber auch nicht viel und erst Ende des Jahres. Ach ja, au. Nathan Wagner muss ich noch eine kurze Ergänzung machen. Und zwar der Song Dance All Night ist zwar nicht dieses Jahr rausgekommen, aber ich habe ihn erst dieses Jahr entdeckt und wahrscheinlich einer meiner Favoriten. Und ich werde wahrscheinlich doch eine kleine Top 3 gleich ans Ende packen, weil ich sehe hier gerade einfach drei Tracks, die stechen noch so ein bisschen heraus für mich. Aber vorher, ich habe keine Ahnung, wie man die Leute ausspricht, Hilfe. Es gibt einfach so ein paar Songs. Ich habe hier in meiner Playlist so viele verschiedene Leute, die nichts miteinander zu tun haben auch. Ich habe was von Linkin Park, Lindsay Stirling, Stephanie Heinzmann und alle Farben. Hier ist The Wirecat und Natrum, Lost in Space. Hatte ich im Trailer für den Reveal von Valros Edition Staffel 2 genutzt. K391. Und die Creator, die ich jetzt mal noch nicht erwähne. Ah, jetzt hat die Playlist OP8 reingepackt. Das sind so die Creator, die ich gerade in der Playlist drin habe. Auch wenn es bestimmt in meiner YouTube-Musik-Playlist, die ich habe, gibt es bestimmt noch so viel mehr davon einfach. Weil ich habe so unglaublich viel gehört. Nebenbei versuche ich das nochmal aufzumachen. Und vielleicht ein paar andere Tracks rauszusuchen. Während ich aber schon so in die Richtung gehe von den drei... Slander habe ich als Creator gerade noch vergessen, wenn ich die alle abhake. Ich habe auch viel Musik gehört, die ich auch schon vor Beginn des Jahres kannte natürlich. Das passiert auch. Aber so drei Songs, vor allem gegen Ende des Jahres, waren jetzt einmal Porter Robinson, sowieso unglaublich guter Creator. Und hat dieses Jahr wahrscheinlich meiner Meinung nach den besten Track von sich hochgeladen. Mit Everything Goes On. Also, hört euch das an. Das ist so eine gute Musik würde ich jetzt sagen, in meinen Augen. Ich habe gerade gesehen, ich habe wirklich einen Creator, von dem ich unglaublich viel gehört habe, komplett vergessen.
Und zwar Starset. Habe ich, glaube ich, erst dieses Jahr begonnen, viel zu hören. Hat einen sehr, sehr eigenen Musikstil. Und Skillet. Ich habe zwei vergessen sogar. Es sind zwei auch ziemlich... Ja, die sind relativ eigen, behaupte ich. Aber beide auf eine ähnliche Weise. Weshalb es ironisch ist, dass das die beiden sind, die ich so vergessen habe. Nebenbei scroll ich gerade hier meine Music-Playlist auf YouTube runter. Aber ja, Everything Goes On, Porter Robinson. So ein unglaublich guter Track. Im Bereich, wo er rauskommt, ist, habe ich ihn sowieso dauer gehört, aber auch jetzt immer noch regelmäßig, weil es einfach so gut ist. Punkt. Da kann ich nicht viel anderes zu sagen. Es ist halt gute Musik. Punkt. Was ein bisschen so eine musikalische Story meines Jahres ist, aus irgendeinem Grund, ist, dass ich... Hilfe, ich habe mir aus Versehen eine andere Musik noch angemacht. Ich habe begonnen, einer der Musiktracks, der dieses Jahr für mich wirklich sehr groß war, ist stinknormale Radiomusik, das es gibt. Ich glaube, den Track gibt es auch schon seit einer Weile und ich kannte ihn auch schon seit einer Weile, aber irgendwann... Okay, ich starte YouTube... Ich werd gestalkt, ich starte YouTube, das erste auf der Startseite ist Porter Robinson, Everything Goes On. Aber es ist eigentlich stinknormaler Radiosong, 2 Jahre alt sehe ich gerade. Ich kannte den im Prinzip seit es gibt, hab mir nicht viel bei gedacht. Aber irgendwann dieses Jahr habe ich ihn einfach nochmal gehört und mir gedacht, irgendwie finde ich das verdammt geil gerade. Das hat richtig was. Und ich habe sehr viel gehört, auch weil es sehr gut zu Stories passt. Ich schalte es mir gerade tatsächlich auch nebenbei auf Loop. Und zwar ist das ganz klassischer Creator, auch Robin Schulz. Und Alida, In Your Eyes. Ganz normaler Radio-Track, den vermutlich viele von euch auch kennen. Aber ich habe irgendwann einfach begonnen, den zu hören. Im Radio mal gehört. Mir gedacht, okay, höre ich mir vielleicht mal zu Hause auf Spotify an. Und seitdem gefühlt nicht mehr aufgehört, das jeden zweiten Tag anzuhören. Und immer noch richtig zu fühlen. Unter anderem auch... Ein bisschen Grund dafür mache ich jetzt einfach mal so ein bisschen abschweifen schon. Warrior Cats, die Buchreihe, war dieses Jahr auch immer noch viel dabei. Hatte ich letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen drüber geredet im Silvester-Talk. Immer noch sehr viel gelesen. Bin jetzt halt auf so ziemlich dem aktuellsten Stand, den es gibt. Aber... Die Musik hat auch so unglaublich gut, als ich die neueste Staffel gelesen habe. Dieser Track hat so unglaublich gut gepasst. Und es war auch meine Lieblingsstaffel. Ich fand die Bücher so unglaublich. Ich mag es ehrlich gesagt nicht bei Warrior Cats zu sagen, ich fand die Bücher gut. Weil sie machen mir unter anderem dadurch Spaß, dass sie echt... ein bisschen amateurmäßiger wirken, weil das Storywriting echt nicht das Gelbe vom Ei ist, muss ich ehrlich sagen, oft. Aber ja, das hat auch dazu so gut gepasst. Aber was noch besser gepasst hat zu den Büchern. Einerseits habe ich das während meinem Lieblingsbuch der Staffel, meinem Lieblingsbuch der ganzen Reihe, sage ich mal nichts weiter zu, habe ich diesen Track kennengelernt, weil er da erst veröffentlicht wurde. Das ist jetzt ein anderer Track. Und das ist so oder so, so ein Banger zum Geschichten aus der... Boah. Illenium ist sowieso ein verdammt guter Creator, den ich schon immer sehr, sehr gern gehört habe.
und auch andere Tracks, aber From the Ashes, dieses Jahr veröffentlicht, ist mit so einem Abstand der beste Track von dem Creator für mich. Es ist... Ich kann nicht mal wirklich erklären, warum. Aber der gibt mir solche Feelings, diese Musik. Es ist wild. Ich bin auch nebenbei immer noch am Durchscrollen von meiner YouTube-Playlist, aber ich sehe tatsächlich nichts, was ich groß vergessen habe. Was ein Creator, den ich auch viel gehört habe. Aber ich würde gern viel zu sagen, aber irgendwie will ich jetzt keine Musik auch beschreiben, damit ihr... Hört euch definitiv Illenium from the Ashes an, also... verpasst das nicht. Das ist so unglaublich gut, finde ich. Vielleicht finden andere das auch wirklich nicht. Alleine, ich verbinde halt auch relativ viel einfach durch das Buch schon damit. Und, na, ich versuche hier viel zu reden, obwohl ich gar nicht viel reden will und kann. Hört euch die Musik einfach an. Es ist so unglaublich gut. Es ist so unglaublich gut. Ich lasse das jetzt auch wahrscheinlich fürs restliche Video laufen. Ja. Dann. Was ist was anderes, über das ich reden möchte? Ich habe noch... Das waren jetzt zwei Stichpunkte. Und ich habe noch zwei weitere Stichpunkte. Zu Musik habe ich geschrieben nicht viel. Wie lange habe ich jetzt über Musik geredet? Egal. Und zwar habe ich jetzt mein Privatleben und Plotkrieg noch als zwei Stichpunkte. Und ich würde sagen, ich fange mit Plotkrieg an, weil dazu gibt es nicht so viel, was ich jetzt noch sagen kann. Auch wenn ich es mit Geschichten schreiben und auch Walross-Edition kombinieren werde. Weil Plotkrieg habe ich einfach schon sehr viel zu gesagt. Ich habe auch ein ganzes Video über Cut Lore. Ich habe Character-Votings, in denen ich vieles gesagt habe. Ich habe in den Credits der Geschichte vieles davon erzählt. Plotkrieg war wirklich ein fettes Projekt. Und ich bin echt zufrieden damit, wie es letztlich rausgekommen ist. Spezialepisoden sind an diesem Punkt noch nicht alle draußen. Aber ich denke, die werden auch beide ziemlich interessant, die noch kommen. Ich habe auch schon angedeutet, ich habe eventuell noch so ein kleines Spin-off für Plotkrieg geplant, das irgendwann dann kommt. Weiß ich noch nicht genau wann. Was nochmal eine sehr andere Blickweise beleuchtet. Und es war einfach schon ein geiles Projekt. Auch geschrieben. Plotkrieg. Ich kann nicht mal erklären, warum, aber Plotkrieg zu schreiben war für mich irgendwie so anders, als es zum Beispiel jetzt gerade ist, die Walross-Edition zu schreiben. Ich habe das Gefühl, in Plotkrieg gab es nie einen Moment, obwohl die Geschichte so unglaublich lang ist, es gab nie auch nur einen Moment, an dem ich an der Tastatur saß und mir dachte, was genau schreibe ich jetzt eigentlich? Gefühlt, die Geschichte ist so runtergeflossen. Ich habe die auch echt vergleichsweise schnell geschrieben. 77 Kapitel und das hat ein halbes Jahr, nicht mal, glaube ich. Boah, das war schon echt krass. Vor allem, wenn ich das vergleiche damit, wie es im Moment läuft. Ich habe die erste Walross-Edition der zweiten Staffel schon durch. Ich habe ja auch schon angekündigt. Walross-Edition Staffel 2, die Geschichten werden wirklich nicht lang. Die werden wahrscheinlich keine 20 Kapitel, so ziemlich alle. Also natürlich einzeln, nicht alle zusammen. Das wäre ein bisschen arg, aber... Ich merke das halt so richtig. Ich schreibe am zweiten Teil. Für den ersten habe ich schon echt eine Weile gebraucht. Aber ich überlege gerade... Wann habe ich... Ich kann doch bestimmt das in der Datei nachgucken. Wann ich begonnen habe, die Sage der Flamme 2 zu schreiben. Erstellt habe ich im September... Am 10. September?
Am 10. September. Ach du meine Fresse, was? Ich glaube, man merkt, dass das gerade noch deutlich extremer ist, als ich dachte. Ich habe heute Kapitel 10 fertig geschrieben. Das ist 3,5 Monate, in denen ich 10 Kapitel geschrieben habe. Ach du meine Fresse, was? Oh Gott. Ich komme im Moment halt echt nicht so schnell voran, das merke ich. Okay, irgendwas ist da aber auch nicht. Doch, warte. Ja doch, 10. September ungefähr. Aber die Sage der Flamme 1 habe ich auch schon begonnen im März. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, halt relativ viel Pause da erstmal gehabt und nur die Datei schon erstellt. Aber ich schreibe im Moment arschlangsam. Ich habe die Hoffnung, dass sich das ändert. Auch weil die Planung von der Walross Edition Staffel 2 könnt ihr euch so vorstellen. Je weiter hinten in der Geschichte man ist, desto mehr Ideen habe ich, was genau passiert. Ich glaube wirklich, ich könnte das Finale in 3 Wochen runterschreiben. Werd ich in 3 Wochen für gefühlten Kapitel jetzt brauche. Aber es wird im Moment ein bisschen besser, merke ich. Auch wenn das Muster, was ich gerade sagte, hatte auch eine Ausnahme. Und zwar Teil 2, für den ich noch weniger Ideen hatte als Teil 1. Ich hoffe halt, weil Teil 1 ist ein bisschen anders. Das ist halt deutlich eher erstmal Charaktere einführen, als schon die richtig große Main-Handlung. Die wird im Prinzip erst am Ende des ersten Teils überhaupt vorgestellt. Und Teil 2 ist dann ein bisschen slower auch. Ich hoffe, dass ihr da auch mitmacht, sag ich mal. Erstmal am Anfang. Auch wenn vielleicht die nächste Walross Editions Staffel nicht ganz so spannend beginnt. Und ich hoffe wirklich, dass das Schreibtempo schneller wird. Ich bin mir schon sehr sicher, dass es auf diesem Kanal Pausen geben muss. Weil ich einfach keinen Puffer mehr habe bald. Aber ja, deswegen im Schreiben im Moment. Ja. Ist so eine Sache, aber ich gebe mir Mühe und ich werde es auf jeden Fall fertig machen. Das Einzige, was ich halt nicht sicher weiß, ist, wie viele Pausen es auf dem Kanal dabei geben muss. Deswegen habt da ein bisschen Geduld. Dafür, ich verspreche euch, gerade später, die Walross Edition Staffel 2, auch wenn der Start ein bisschen komisch ist, ich bin mir sicher, das wird auch verdammt interessant. Weil es auch nochmal wirklich was Neues ist. Ihr werdet noch merken, warum. Und ja, gibt's sonst viel, was ich noch zum Schreiben sagen kann. Ich habe ein paar Pläne so natürlich, auch mit zukünftigen Geschichten. Ich hau jetzt einfach mal ein paar Konzepte, die ich hatte, raus, weil es ist auch gut. Es ist absolut keine Ahnung, welche dieser Konzepte jemals irgendwas entwickeln werden. Never Alone 2 wollte ich natürlich, ist an sich schon geschrieben, wollte ich übersetzen, aber wahrscheinlich auch Never Alone 2.1 draus machen, dass ich das Ganze nochmal wirklich reworke beim Schreiben. Muss ich gucken, ob ich's mache. Ich hatte auch schon ein paar Konzepte für einen Nachfolger zu Die Wesen unseres Planeten so im Kopf. Wobei ich da auch gucken muss, auch weil ich sagen muss, mir gefallen diese Konzepte, die ich hatte, nicht wirklich sehr. Komm. Wisst ihr was, ich hau das jetzt einfach mal aus. Ich habe auch schon durchaus das ein oder andere Konzept für einen potenziellen Nachfolger für Plotkrieg. Auch wenn das nicht das Spin-off ist, das ich schon mehrfach geteased habe. Also ich schließe nicht aus, dass Plotkrieg auch mal einen Nachfolger bekommen könnte irgendwann. Wobei das auf jeden Fall frühestens nach Ende der nächsten Walross Edition Staffel ist. Aber ja. Ich habe viele Ideen, auch ausdenken. Ich habe das Gefühl, ausdenken war dieses Jahr bei Geschichten so gut wie noch nie. Das letztliche Niederschreiben war gerade in den letzten Monaten nur ein Problem. Vor allem
durch die Uni. Und das ist die Überleitung zum letzten Punkt. Einfach, was bei mir im Privatleben so los war, weil dieses Jahr war recht actionreich. Ich hatte allgemein bereits im Frühjahr ziemlich viel zu tun, alleine. Ich habe Abitur im Frühjahr gemacht und ich bin 18 geworden, was natürlich auch einige Sachen mit sich gebracht hat. Zum Beispiel musste ich mir ja auch mal gescheit ein Konto einrichten, ich muss zur Stadt gehen. Also das sind jetzt keine großen Sachen natürlich, aber es waren relativ viele kleine Sachen, was sich dann so ein bisschen stackt. Und das Ganze in der Abi-Phase und vor allem, ihr habt das denke ich ja auch mitbekommen, ich weiß gar nicht. Nächste Runde von Günther recherchiert seine eigenen Sachen. Hatte ich damals auf diesem Kanal einen Community-Post gemacht? Ich glaube, ich hatte nur auf K-Rill34 einen. Ich muss aber erstmal eine Weile scrollen, weil ich mag meine Community-Posts. Oh Gott, und ich habe gerade auch gesehen, vielleicht sollte ich das mit Never Alone durchaus mal machen. Ich hatte hier gerade ein Voting von vor 5 Monaten gesehen. 96% von euch würden Never Alone 2 sehen wollen. Auch was, wo ich mal ganz kurz wieder drauf. Ich habe jetzt schon vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen verloren. Ich habe eine Sammlung, wo man sich die Texte für jede Walross-Edition als Word-Datei runterladen kann übrigens. Nicht für jede Walross-Edition, für jedes meiner Hörspiele. Inklusive Spezialepisoden, sogar Walross-Edition in Dumm. Jedes meiner vollendeten, auf YouTube vollendeten Hörspiele könnt ihr euch da auch als Text runterladen, wenn ihr das mal wieder sehen wollt. Ach ja, natürlich eine Sache, die ich nochmal zurückgehend auf den Hörspielbereich. Und zwar, boah, natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass ich nach dem Ende der Walross-Edition letztes Jahr am 1. April den Reveal überhaupt gedroppt habe, dass ich eine gesamte zweite Staffel geplant habe. So. Wesen unseres Planeten war teilweise noch Anfang dieses Jahres, nur kurze Erwähnung. Aber ja. Ich sehe gerade, ich habe keinen Post auf diesem Kanal dazu gemacht. Das heißt, vielleicht wissen viele von euch nicht so genau da überhaupt. Deswegen. Also ihr habt mitbekommen, denke ich, in irgendeiner Form zumindest, weil ich es bestimmt mal erwähnt habe. Ich bin umgezogen. Ich bin dieses Jahr umgezogen. Und zwar, die Geschichte praktischerweise hat im Prinzip direkt begonnen. Ungelogen, einen Tag vor meiner ersten schriftlichen Abiturprüfung haben wir Post vom Vermieter bekommen, die im Prinzip besagt hat, wir können nicht mehr in der Wohnung, in der ich die ganzen Jahre gelebt habe, wohnen. Wir hätten bis Oktober laut diesem Brief Zeit gehabt. Ich glaube, Oktober war es. Wobei wir da schon festgestellt haben, das ist irgendwie nicht ganz mit den Rechten, die wir so haben, vereinbar. Also eigentlich war es bis Ende Januar, glaube ich. Ende nächsten Januar hätten wir Zeit gehabt. Wir sind schon umgezogen, wie gesagt, aber das war natürlich echt nicht geil. Wir mussten umziehen. Hatten nicht so viel Zeit. Wir mussten auch den einzigen Urlaub, den wir dieses Jahr geplant hatten, dafür ausfallen lassen. Aber bei diesem Umzug ist dann auch wirklich eine Sache zur anderen gekommen. Aber nicht im Negativen. Sondern im Prinzip, wir wollten noch nicht direkt beginnen zu suchen. Dass der ganze Umzugsstress erst losgeht, wenn ich mein Abitur zumindest in der Tasche habe. Deswegen haben wir noch nicht wirklich begonnen zu suchen, außer dass mein Vater sich irgendwann mal gedacht hat, er postet in die Facebook-Gruppe von dem Kaff, in dem wir hier auch schon die letzte Wohnung hatten. Einfach mal reinposten, so unter Motto, ja,
vielleicht kann ja irgendwer helfen, so, wir suchen eine Wohnung. Wir haben noch gar nicht effektiv gesucht und unser jetziger Vermieter hat mein Vater nach einem Tag angeschrieben und gemeint im Prinzip, seine Mutter hätte lang hier in der Wohnung gelebt, von einem Mehrfamilienhaus, hätte ja allein gelebt, obwohl das eigentlich für 4 Personen locker reicht, die Wohnung. Müsste jetzt aber eben ins Altenheim. Er muss halt die Wohnung renovieren, aber theoretisch könnte er sie danach vermieten. Und wenn er gleich sich mit uns da abspricht, spart er sich Geld für Makler lauter, so ein Scheiß. Ich meine, eines ist dann letztlich zum anderen gekommen. Und wir sind in genau diese Wohnung jetzt gekommen und wohnen hier seit Anfang Oktober. Was wirklich Glück im Unglück ist. Es ist schon eine coole Wohnung, auch wenn wir das ein oder andere Problem haben, was wir in der alten nicht hatten. Ich muss auch sagen, das sag ich so offen, ich glaube echt nicht, dass ich nochmal eine Wohnung im Leben haben werde, die so gut war wie die letzte. Damals, die alte Wohnung, wo wir gewohnt haben, war so unglaublich cool. Vor allem im Nachhinein, das war auch so groß, über 2 Stockwerke. Boah. Es war schon echt cool. Hier sind wir jetzt auf engerem Raum, was man auch in Plotkrieg ein bisschen gemerkt hat. Gerade so in dem Bereich nach dem Epsilon-Battle, als so Plot-Elite der Bereich kam, hat man vielleicht bemerkt. Meine Synchronisation klang, als hätte ich keinen Bock auf alles gehabt. Was daran lag, dass ich mich erst wirklich dran gewöhnen musste. Wir waren da gerade umgezogen. Und ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil eine der Sachen, die ich geliebt habe an der alten Wohnung, ich konnte meine Hörspiele aufnehmen, während mein Bruder in der Etage drunter in seinem Zimmer war, meine Eltern beide in der Etage drunter am Fernsehen, und man hat mich nicht so sehr gehört. Einfach der Fakt, dass man mich jetzt wirklich auch hört, dass mich die ganze Familie hört, wenn ich Hörspiele aufnehme, war am Anfang verdammt seltsam für mich, auch von dem, wie die Hörspieler halt sind. Und gerade meine Eltern, die überhaupt nichts von Pokémon so wissen und all das. Es war schon... Aber ich habe mich inzwischen deutlich mehr dran gewöhnt, merkt man hoffentlich. Und ja, das ist eben die ganze Sache mit dem Umzug, die wir machen mussten. Aber letztlich alles relativ gut ausgegangen. Dann über mein Abitur. Das hatte ich gerade schon mal angedeutet. Anfang des Jahres habe ich mein Abitur gemacht. Relativ stabiles Abitur, behaupte ich. 2,1er Schnitt. Ich meine, bin jetzt kein massiver Streber oder sowas. Gerade im Vergleich zu meinem Freundeskreis. Also das fällt mir wirklich auf. Die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis sind wirklich die größten Streber. Ich habe so viele Überflieger leistungstechnisch da, mindestens in ihren Fachbereichen. Und ich bin halt eher so Durchschnitt in allem gefühlt. Mein Abi-Durchschnitt war zwar überdurchschnittlich im Vergleich zum Jahrgang, aber der Jahrgangsschnitt war 2,15, mein Schnitt war 2,1. Juhu. ja. Abi habe ich also gemacht. Ging relativ gut klar. Und war natürlich ein bisschen Stress, auch wenn ich mir wirklich weniger Stress gemacht habe als fast alle anderen. Und dann, als ich mit dem Abi fertig war, kam erstmal eine ziemlich lange Zeit. Der Abi-Ball, auch wenn das Abi da an sich schon eine... Also die schriftlichen Prüfungen waren so Anfang April. Dann waren erst im Mai die mündlichen Prüfungen. Also gab es da eine relativ große Pause zwischen. Dann am 3. Juni war es, glaube ich. Am 3. Juni müsste es gewesen sein. War mein Abiball mit dem offiziellen Abschluss. Wo auch das ist so eine Sache ein bisschen... Das merke ich halt wirklich dieses Jahr. Gerade wenn man so in der Schule ist, man sieht da diese ganzen Leute jeden Tag und sieht das irgendwie als selbstverständlich an. Auch ich hatte zum Beispiel einen Freund, Silas heißt der. Ich kannte ihn, seit ich
hier in die hessische Region gezogen bin, was ich damals Ende der zweiten Klasse bin. Seit da kannte ich ihn, seit der Grundschule. Und dann waren wir in derselben Klasse in der fünften und sechsten wieder. Also wir waren natürlich Ende der zweiten, dritte, vierte selbe Klasse. Fünfte, sechste selbe Klasse. Danach Spaltung G8, G9. Haben wir beide G8 gewählt. Waren siebte bis neunte in derselben Klasse. In der E1 und 2 waren wir sogar noch im selben Tutorium, also im ersten Leistungskurs, wenn Leuten das nichts sagt. Und erst die letzten zwei Jahre haben wir uns dann nur noch jede Pause in der Schule gesehen im Prinzip. Und seit dem Abiball habe ich, glaube ich, eine WhatsApp mit ihm ausgetauscht. Es ist halt wirklich, was so passieren kann in so einem Prozess. Es wirkt so selbstverständlich irgendwie, dass diese Leute da sind, aber es passiert dann halt, dass die Leute weg sind. Ich habe aber auch wirklich, ich überlege gerade, will ich zum Abi noch was sagen, weil das geht jetzt sehr in eine andere Richtung. Ich glaube aber nicht. Ich habe auch wirklich bemerkt dieses Jahr, mein ganzes Konzept so von Freunden und Freundschaft hat sich so ein bisschen verändert im Verlauf dieses Jahres. Einfach weil, unter anderem, wie gesagt, es gibt diese Leute, die hat man einfach gedacht, ja, die sind doch eh immer dabei und im Prinzip von einem Tag auf den anderen, nee, eben nicht. Eben nicht. Ich habe nichts mehr mit diesen Leuten zu tun. Teilweise wohnen sie jetzt an ganz anderen Orten. Es gibt wirklich zwei, die hier im selben Kaff gewohnt haben wie ich, die ich eigentlich jeden Tag in der Schule gesehen habe und seit dem Abiball nicht einmal mehr. Es ist ein seltsames Gefühl, irgendwie so dran zurückzudenken, aber gleichzeitig, das ist auch so ein bisschen Ding. Meine Hauptfreundesgruppe, wirklich die Leute, das sind vor allem, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, weil ich dumm bin, das sind vor allem 6 Leute. Von diesen 6 Leuten war einer ein Schulfreund aus der zweiten und dritten Klasse, den ich danach nie wieder als Schulkollegen effektiv hatte, außer dass er ganz am Ende, was ein bisschen interessant war, als ich in der Q-Phase war, also im vorletzten Jahr, ist er einen Jahrgang unter mir auf mein Gymnasium dann gewechselt. Und deswegen habe ich ihn da in der Schule noch hin und wieder gesehen, aber. Und die anderen Leute in der Freundesgruppe, einmal ist das jemand, der war in der 5., 6. mit mir in einer Klasse. Damals waren wir recht gute Freunde, hatten uns aber mal ziemlich auseinandergestritten, für eine Ewigkeit eigentlich. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie. Wir haben irgendwann random in der 9. Klasse im Spanischunterricht begonnen wieder zu reden und einfach wieder angefangen, uns anzufreunden so ein bisschen. Und jetzt gehört er eben zu dieser Freundesgruppe, seine Freundin auch. Dann gibt's in der Freundesgruppe 2 Leute, die hab ich wirklich, die kannte ich für Ewigkeiten, obwohl ich mit ihnen was gemacht habe, nicht mal persönlich. Ich hau jetzt einfach mal einen Namen raus. Noah ist wahrscheinlich die Person, mit der ich am meisten in meiner Freizeit mache heutzutage. Wohnt ein paar Käfer weg. Ich schwöre euch, über ein Jahr, dass ich den Kerl kannte, wusste ich nicht mal, wie sein Gesicht aussah. Ich habe ihn im Prinzip kennengelernt, weil die Person, die in der 3. Klasse und danach nie wieder mit mir in der Klasse war, Ich überlege halt gerade, weil diese Person war in alten Minecraft-Aufnahmen teilweise dabei. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie er sich damals genannt hat. Das überlege ich halt gerade. Ich sag jetzt einfach Jan, ich bin so frei. Weil Jan war dann eben im Gymnasium auf einer Schule ein paar Käfer weiter und kannte da diese beiden Leute. Und hat dann irgendwie gesagt, als wir mal aufnehmen wollten für Cards Against Humanity. Da hat er dann gesagt, hier, ich habe so 2 Leute, die können vielleicht mitmachen.
Heutzutage, das ist so seltsam. Die zwei sind wirklich zwei meiner engsten Freunde heutzutage und die habe ich damals so zufällig kennengelernt. Inzwischen sehe ich sie auch hin und wieder allgemein. Auch ein Grund, warum sich mein ganzes Konzept von Freunden so ein bisschen geändert hat. Ich merke halt wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt an dem Punkt. Meine wirklich engen Freunde, die Gruppe habe ich jetzt an diesem Punkt des Lebens gefunden, weil ich weiß, dass wir uns so halten können. Dadurch, dass wir uns allgemein gar nicht mal so oft sehen. Aber wir reden jeden Tag über Discord, wir zocken regelmäßig und hin und wieder treffen wir uns dann halt auch mal gemeinsam für irgendwelche Geburtstage oder vor ein paar Wochen sind wir einfach mal als Vorweihnachten gemeinsam zum Asiaten gegangen und solche Sachen und es ist einfach so ein ganz anderes Feeling mit dieser Gruppe, als was ich gewohnt war. Es ist irgendwie einfach, es fühlt sich weniger selbstverständlich an, sage ich mal, aber damit auch irgendwie richtiger. Es sind einfach diese coolen Leute, mit denen ich schreiben kann. Hin und wieder sieht man sich und kann dann nochmal richtig mehr machen. Es ist einfach echt was. Es ist was Besonderes. Und ich bin verdammt froh, hier Teil dieser Gruppe zu sein. Es macht so viel Bock und wir sind alle so unglaublich seltsam. Wir labern so viel Scheiße. Ich hoffe, der Verfassungsschutz sieht nie unseren Server. Aber gleichzeitig kann man auch über ernste Dinge reden, wenn man es mal muss. Es ist echt was Besonderes. Ich weiß auch jetzt nicht zum Beispiel, wann ich die ganzen Leute das nächste Mal in Person sehen werde. Aber ich muss das auch nicht. Irgendwann sehe ich sie wieder, das weiß ich. Und bis dahin schreiben wir regelmäßig, zocken regelmäßig. Reden einfach. Vielleicht sehen wir uns bei meiner Geburtstagsfeier das nächste Mal. Das ist wahrscheinlich erst im April, aber dann ist es halt so. Passiert. Und ja, das ist so ein bisschen, bin ich jetzt abgedriftet, im Bereich wie das mit Freunden. Oh, ich will aber jetzt, oh Gott. Ich will jetzt, nachdem ich aber die ganzen Leute schon erwähnt habe, will ich wirklich nicht die eine Person aus der Freundesgruppe vergessen, den ich seit der 5. Klasse kenne. Damals waren wir noch nicht so Freunde, in der 6. Klasse dann ein bisschen mehr. Aber ich kenne die Person inzwischen ewig, ist auch wirklich Teil von dieser Gruppe. Das hat sich halt auch entwickelt. Die Leute aus dieser Gruppe kommen alle so von unterschiedlichen Orten her, kannten sich teilweise nicht wirklich. Zum Beispiel Noah und Christian, ich sag jetzt einfach einen Namen. Eben beide relativ weit weg, andere Schule. Ich habe sie nur durch Jan kennengelernt. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwann auch Jona hier auf den Server der Gruppe eingeladen. Und jetzt ist auch Jona so richtig Teil davon. Und Christian und Max sind gute Freunde von ihm, obwohl er sie auch vorher überhaupt nicht kannte. Es ist einfach, wie sich die Dynamik entwickelt hat. Und Jona ist halt so ein bisschen der Fall. Ich kenne ihn schon ewig. War echt einer meiner engsten Freunde schon seit einer Ewigkeit. Im Moment sehe ich ihn auch hin und wieder mal, weil wir gehen an dieselbe Uni inzwischen. Er hat zwar komplett andere Fächer, macht was komplett anderes, aber manchmal sieht man sich morgens im Zug oder so. Und ja, ich hoffe echt, dass das so weitergehen kann mit dieser Gruppe, weil es ist wirklich was Besonderes und ich bin verdammt froh, dass die Gruppe hier so existiert, wie sie das tut. Und damit hatte ich auch gerade schon die kleine Überleitung zur Universität. Weil ich habe mein Abi abgeschlossen, hatte dann einige Monate Zeit und Mitte Oktober hat dann mein Studium begonnen. Vielleicht wissen es einige von euch, ich studiere Lehramt. Und zwar habe ich vor, Deutsch- und Englischlehrer im Gymnasium zu werden. Eine Kombination, die bei Schülern oft nicht unbedingt beliebt ist, habe ich das Gefühl, aber ich sag mal, ich gehe mein Bestes, aus allem viel rauszuholen.
und auch die Schüler noch zu motivieren, insoweit möglich. Deswegen, ich studiere das jetzt. Es ist echt anstrengend. Ich muss sagen, ich bin relativ sicher, so erstes und zweites Semester werden wahrscheinlich die anstrengendsten im Studium. Was unter anderem dran liegt, dass das ganze Konzept teilweise drauf basiert, dass am Anfang Vorlesungen schwieriger sind, damit nicht mehr so viele Leute da sind. Man will da so ein bisschen Spreu von Weizen trennen. Also wenn man das hinter sich bringt, dann ist man schon auf einem guten Weg. Allgemein, Uni ist eben relativ viel Stress. Und was ich sagen muss, auch ein Grund, warum ich hoffe, dass die Freundesgruppe, die ich jetzt habe, so eine Gruppe ist, die auch wirklich halten kann, ist, weil ich wirklich merke, je mehr Zeit vergeht, desto niedriger werden die Chancen, dass ich tatsächlich nochmal Leute kennenlerne. Es gab eine Einführungswoche für die Universität. Da wurden die Studierenden in Gruppen von je ungefähr 20, 30 Leuten, inklusive drei Studierende, Ältere, die das hosten. Ja. Ich hab den Faden dezent verloren. Es gab da diese Einführungswoche, wo man in Gruppen eingeteilt wurde. Ich war da halt in der Gruppe einerseits, was für mich ein bisschen Problem ist. Ich bin Typ... Ich versuche jetzt das irgendwie zu sagen, dass man nicht Sachen rein interpretiert, die ich gar nicht meine. Es ist für mich halt einfach viel einfacher, mich mit anderen Jungs anzufreunden, als mit Mädchen, weil, keine Ahnung. Es ist für mich oft einfach so. Versucht jetzt gar nicht, da irgendwas rein zu interpretieren, bitte. Ich meine das wörtlich, wie ich sage. Und da war schon mal das Problem in der Gruppe. 28 Mädchen und 3 Jungen, wobei ein Junge nie gekommen ist. Kritisch. Und ich habe das auch wirklich bemerkt. Ich bin zwar Student in Form von Lernen, aber ich glaube nicht, dass ich jemals Student sein werde wie aus dem Bilderbuch. Ich habe das halt wirklich bemerkt, weil 2 große Probleme. Ich gehe sehr ungern feiern, also kommt auf die Definition an. Wenn ich feiern gehen meine, wenn ich das sage, dann meine ich, was Leute sich darunter vorstellen. In den Club gehen, saufen, laute Musik, tanzen. Wie gesagt, so Geburtstag feiern mit der Freundesgruppe, sowas liebe ich. Aber wirklich feiern gehen im Club, nee, das ist gar nicht meins. Die meiste Musik, die da spielt, finde ich kacke. Ich mag halt oft ein bisschen düsterere und langsamere Musik. Und ja, es ist echt nicht meins. Und was dann eben noch dazu kommt, ist, ich trinke halt kein Alkohol, was gefühlt ein Muss ist, wenn man mit anderen Studenten connecten will. Ich werde meine Erfahrung mit dieser Einführungswoche halt einfach mal komplett an der Beschreibung des letzten Tages der Einführungswoche sagen. Beziehungsweise dem Teil, wo ich dabei war, weil ich bin da erst später dazugekommen. Und zwar bin ich später dazugekommen, weil das erste große Event des Tages war die sogenannte Ersti-Olympiade im Park. Mit lauter Sportarten. Lauter Trinksportarten. Es hieß immer, ja, man kann auch mitmachen, wenn man nicht trinkt. Man nimmt halt dann Getränke, die nicht alkoholisch sind. Ja, ich meine, natürlich geht das. Aber das ist dann in der Form auch wieder scheiße, weil, ja, dann ist man auch wieder der Außenseiter, für den auch irgendwie das Spiel anders funktioniert. Es ist nicht so cool. Das heißt, ich bin da erst ziemlich spät gekommen. Wir sind dann zusammen essen gegangen. Relativ kleiner Raum in der Pizzeria. Saß ich halt da. Und hab halt nicht viel mit den Leuten geredet, weil vor allem an dem Punkt hatten sich auch innerhalb der Gruppe schon so diese 2-3 Gruppen gebildet, gerade von den Mädchen eben, die dann
Das waren dann so die kleinen Freundesgruppen davon, aber die auch untereinander dann sehr viel geredet haben. Und ich war so im Prinzip ein Typ, ich hab mich halt in keiner von diesen Gruppen wirklich eingefunden. Und dann nach dem Essen sind wir eben feiern gegangen. Und ich war der eine Typ, ich stand die meiste Zeit vorm Club, hat meinen Becher mit dem Wasser, was es da umsonst gab, dabei, hab mich hingesetzt und in Sternenhimmel geguckt und teilweise auch meine eigene Musik über Kopfhörer laufen gehabt. Ich hätte auch gleich gesagt, ich gehe da gar nicht hin, wenn nicht am Ende von der Party eine Preisverleihung für die gesamte Einführungswoche für verschiedene Kategorien wäre. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt da war. Aber deswegen, im Prinzip habe ich einfach in dieser Einführungswoche schon bemerkt, bei diesen ganzen Leuten, die da so Lehramt studieren, das war nur für Lehramtsstudierende, die sind einfach alle so anders als ich. Ich bin wirklich ein Außenseiter da. Ich habe nichts mit denen gemeinsam und ich habe auch bemerkt, dass ich konnte mich mental gefühlt gar nicht dazu bringen, überhaupt zu versuchen, mit denen Worte zu wechseln. Weil ich habe halt einfach bemerkt, nee, diese Leute und ich sind so unglaublich unterschiedlich. Was ich so mache in meiner Freizeit, wie ich so drauf bin, das ist überhaupt nichts, womit die überhaupt, die würden das wahrscheinlich nicht verstehen, nicht wirklich mit klarkommen, sich einfach nur wundern, mich seltsam finden. Das ist so im Prinzip, wie sich das die ganze Zeit für mich angefühlt hat. Und seit ich da an der Uni bin, ja, also ist nicht so, dass ich effektiv mit niemandem reden kann für so Gruppenarbeiten oder so. Wir haben im Moment eine Gruppenarbeit am Laufen. Ich rede mit den Leuten da, aber eigentlich nie außerhalb von wirklich lernstoffbedingtem Reden. Das ist halt der Punkt. Die ganzen Leute, man kann mit ihnen reden, aber einfach nicht in so einer Form, wo ich in der Freizeit mit reden würde. Einfach von den Interessen. Und das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich damit hatte. Und weshalb ich auch dankbar bin, dass ich hier diese Leute habe. Aber ja, ich glaube, ich habe wirklich das meiste gesagt. Oder im Prinzip alles gesagt, was mir eingefallen ist, worüber ich reden wollte. Ich gucke mich gerade noch mal im Zimmer um, ob mir irgendwas ins Auge fällt. Ich meine, was ich noch erwähnen könnte, ist, dass ich einen PC habe. Was man vielleicht auch noch als kurzes Abschlussthema so machen kann. Gaming, bin natürlich großer Gamer. Hab hauptsächlich Smash Bros. Gezockt, wie immer, unter anderem für KRIP34. Die Spiele, die ich dieses Jahr sonst gespielt habe, waren, also die, an die ich mich erinnert habe, als ich gestern mal zurückgedacht habe, waren Kirby und das verlorene Land, Lost Ember ist ein kleineres Indie-Spiel, Sonic Frontiers habe ich angespielt und die beiden Pokémon-Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich gehe mal in der Reihenfolge, wie ich sie gespielt habe, nach. Was heißt zuerst Pokémon Legends? Technisch natürlich kein tolles Spiel, aber ich hatte wirklich Spaß damit. Legends war schon echt fun. Aber eher so im Mittelfeld des Jahres. Kirby und das verlorene Land war echt gut. Der beste Kirby-Teil definitiv in meinen Augen. Saugutes Spiel. Hat Bock gemacht. Gibt nicht viel mehr zu sagen. Lost Ember. Sehr, sehr atmosphärisch, aber so unglaublich nicht für die Switch optimiert, auf der ich spiele, weil ich damals auch noch keinen PC hatte. Heutzutage würde ich mir das auf dem PC holen, weil ich weiß, der hat mehr Leistung. Ich habe halt den PC erst seit November oder so, glaube ich. Deswegen, ja. Ich hab's auf der Switch gespielt und die Anzahl der Standbilder, Frame-Einbrüche und Softlocks war echt zu arg. Dann als nächstes in der Reihenfolge Pokémon Purpur. Mein Highlight dieses Jahr wahrscheinlich.
auch technisch natürlich nicht super, aber es hat, das ist halt der Unterschied zu Lost Amber. Man hat natürlich in Pokémon seine Framedrops, aber die Standbilder, ich hatte glaube ich nie ein Standbild in Pokémon. Während wirklich das halbe Spiel bei Lost Amber war für mich ein Standbild. Das ist so ein bisschen ein Problem gewesen. Pokémon Purpur hat echt Bock gemacht und ich mag die Spiele sehr. Auch das Finale, definitiv bestes Finale der Pokémon-Reihe. Ich gehe zu 99,9% von DLC im nächsten Jahr aus, welcher dann angekündigt wird im Februar oder Ende Januar, wann auch immer die Pokémon Direct genau kommt. Wir werden es sehen. Und das letzte Spiel, was ich angespielt habe, an das ich mich erinnere, ist Sonic Frontiers. Ich habe dieses Jahr einige Spiele gespielt, die waren technisch nicht so geil. Sonic Frontiers habe ich nach einer Dreiviertelstunde abgebrochen, weil die Steuerung ist unglaublich schlimm für jemanden, der noch nie wirklich eine Sonic-Erfahrung hatte. Und als ich beim ersten größeren Gegner war, hatte das Spiel den Eindruck, als wäre es das unfertigste Spiel, was ich je gemacht habe. Ich konnte diesen ersten größeren Boss nicht besiegen. Weil man muss auf den hochklettern, der haut seine Arme in den Boden, man klettert die hoch und zerstört dann oben Schwachpunkte, die von einer Elektrobarriere umgeben sind, die hat aber eine Lücke. Ja, erstmal hat es ungefähr 20 Versuche jedes Mal gebraucht, bis ich überhaupt hochreden konnte, weil ich jedes Mal durch den scheiß Arm durchgerannt bin. Und wenn man dann mal oben war, war die Hitbox von der Elektrobarriere komplett anders, als es aussah. Es hat absolut keinen Spaß gemacht. Ich konnte den Boss nicht effektiv bekämpfen. Und da auch das davor, das Spiel, die Steuerung war sehr mäh. Die ersten Level waren, das Combat System hat mich echt nicht gecatcht. An dem Punkt habe ich das Spiel abgebrochen. Punkt. Ich meine, mein Bruder hat sich das eh gekauft, deswegen ist es auch nicht so, dass ich mir da denke, boah, jetzt habe ich 60 Euro verschwendet. Aber ja, ich glaube, damit bin ich wirklich fertig. Und 2022 als Jahr auch. Und was soll ich sagen? Ich habe wirklich viel über das Jahr geredet und es war ein sehr interessantes Jahr. Ich bin mal gespannt, wie 2023 wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr um diese Zeit eine sehr interessante Erfahrung durchleben werde, insofern ich im Studium so weit komme, wovon ich mal ausgehe. Weil um diese Zeit mein Praxissemester ist, wo ich dann für 3 Monate nur an einer Schule tätig bin und nicht wirklich studiere an der Uni. Ja, ich glaube wirklich aber, ich habe alles gesagt. Gut dann. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mich in 2022 begleitet habt. Vor allem durch Plotkrieg. Mein wirklich größtes Projekt. Und ich bleib dabei. Ich bin echt zufrieden damit. Und ja, auf all die neuen Sachen, die kommen werden. Im neuen Jahr wird natürlich erst einmal die zweite Spezialepisode, die letzte kommt erst nach Valros Edition Sage der Flamme 1. Erst einmal erscheint die falsche Entscheidung als Spezialepisode bald. Irgendwann Mitte des Monats wird dann auch die Valros Edition Sage der Flamme anfangen und eine neue Ära des Kanals heraufbringen. Ich hoffe, ihr werdet dabei sein. Danke, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich hoffe, euer Jahr war auch gut und auf ein gutes neues, auf 2023.